komme. Am Donnerstag vor dem Rennwochenende ist nochmal ein kleiner Test hier. 4 Sessions, eine Stunde. Wir mussten den offiziellen Test auslassen. Da waren wir im Paul Ricard. War relativ erfolgreich, oder Pierre? Platz 3, Paul Ricard, war schon leicht geil in der Clemente. Ja, war schon nicht schlecht der Auftakt. Erstes Podium der Saison, war ganz gut. Und jetzt, glaube ich, freuen wir uns hier auf den Auftakt der GT Masters. Wird eine spannende Serie werden. Aber mit unserem neuen Team Gutronic Racing bei TC, glaube ich, haben wir eine starke Mannschaft hinter uns, die uns da auch unterstützt, dass wir unsere Ziele erreichen. Das war jetzt der politisch korrekte Pia-Kaffee bei der Begrüßung. Ihr merkt uns schon, wenn es so ins Wochenende reingeht, dann wird er immer lockerer. Ja? Also dann spricht er auch in einer anderen Tonlage. Da warten wir jetzt drauf. Aber nein, cooler ist der Tag. Jetzt haben wir noch eine Session. Morgen, Freitag, geht es dann los zum ersten Rennwochenende in den GT Masters. Ich freue mich wie Bolle. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dieses Jahr geht. Und wir sind auf jeden Fall top motiviert. Also auf geht's, Kaffeechen. Auf jeden Fall. Also ich meine, das muss er mir nicht sagen. Ich bin immer top motiviert. Kaffer, ich habe heute den Fact gelesen, dass du der älteste Alter. In der Alter. Mit 44 Jahren und... Also, ich habe den erfahrensten Teamkollege, da kann nichts mehr schief gehen. Nichts mehr. 2021, unser Jahr. Kim ist ein bisschen unsanft von der Strecke runter. Ist dann quasi, da muss irgendwo ein ziemlich tiefes Loch gewesen sein. Dadurch und einmal richtig kräftig aufgesetzt. Dann ist unterwärts relativ stark beschädigt. Das war jetzt auch der Grund, warum das Auto nicht mehr rausgegangen ist. Ja, kann passieren, wenn man am Limit fährt. Ist halt schade, weil wir jetzt ein bisschen wertvolle Zeit verloren haben nach hinten raus. Was wird da genauso alles überprüft und eventuell auch ja, überholt dann bei 5 Starten? Gut, grundsätzlich eigentlich alles, was davon betroffen sein kann. Also es gibt da diese Chassispunkte, wo die unterwertigen Teile angeschraubt sind. Natürlich auch die Carbonteile unterm Auto, die sind ja sehr relevant für die Aerodynamik. Ja, dann wird natürlich jetzt in dem Fall, das ist relativ weit hinten der Schlag gewesen, Getriebemotor, sagen wir, die ganzen Aufhängungspunkte wird sich alles angeschaut, auch Fahrwerksteile, ob das alles noch gerade ist oder irgendwo was zu erkennen ist. Genau, also sehr umfangreich. Aber jetzt müssen die Jungs halt reparieren und morgen früh wird es auch wieder am Start sein. Guten Morgen. Hey Stiegler, alles fit? Freilich. Und? Jetzt wird's ernst hier vom heutigen Tag. Wird's ernst? Erstes freies Training, dann Profi-Training, dann zweites freies Training. Und dann geht's ab ins erste Qualifying. Ich bin spitz wie Lumpi, Alter. Ganz viel Glück. Wie war es im Auto? Erste Session heute. Ja, ganz gut. War natürlich ein alter Satz Reifen, ne? Weil wir haben ja ein bisschen limitierte Reifen. Aber ja, ich glaube, mit neuen Reifen fehlt uns noch ein bisschen was. Aber daran suchen wir schon. Und mit den Gebrauchten sind wir eigentlich ganz gut unterwegs. Es klingt gut für die Renndistanz, aber für die Quali-Performance müssen wir noch ein bisschen was suchen. Hier, was ist los? Wie war's? Ja, wie du siehst, machen wir noch ein paar Veränderungen am Auto. Also irgendwie sind wir zufrieden und doch nicht ganz zufrieden. Heute Morgen in der Session ist halt auch alles mal wieder sehr, sehr eng. Also das ganze Feld fast in einer Sekunde, wenn man es mal genau nimmt. Und das zählt halt jedes Hundertste und das versuchen wir halt eben irgendwie rauszukitzeln. Und da muss man schon ein bisschen arbeiten, damit man da auch mithalten kann. Hat der Pierre heimlich was kaputt gemacht?
Ja, irgendwer, also irgendwer hat das schon mal hin. So, also, it was Pierre, you saw it. It was Pierre, oder? Do you say so? Yeah, I think so. It was Pierre for sure. Eindeutig. Ich finde da schon irgendeine Videosequenz, dass das der Pierre war. Schon mal hin? Was? Da, hier. Muss der auch gewechselt werden. Ja. Der Junge. Gut versichert hoffentlich. Ja, ja. Gut versichert. So. Kaffee hier mit oder so? Ein bisschen Abstand untereinander, dann geht er doch ohne. Ich komme nämlich gerade aus dem Auto, weil der hat ja heute nicht so viel arbeiten müssen. Was? Der schnappt sich immer nur die neuen Reifensätze. Ja, der hat 3 Sätze neue Reifen bekommen. 3 Sätze neue Reifen. Gestern 2, heute eine und der jammert noch. Ich bin ja froh, dass jeder die Geschichte von Pinocchio kennt. Aber guckt euch mal an. Nein, heute war jetzt ganz gut, oder letzte Session war eigentlich echt ganz okay. Session, ich glaube, damit können wir zufrieden sein. Hast einen sensationellen Job gemacht auf den neuen Rädern. Fand ich gut. Ich bin da ganz guter Dinge und freue mich eigentlich schon aufs Rennen morgen. Und was morgen im Qualifying passiert, dafür ist der Gute verantwortlich. Ja, ich habe zum Schluss ein bisschen auch geübt mit dem Race Logic für den Boxenstopp morgen. Zum Race Logic, was er da geübt hat, müssen wir sagen, wir haben so einen kleinen Computer. Wir dürfen ja von der Boxeneinfahrt bis zur Boxenausfahrt nur 70 Sekunden brauchen. Nicht mehr, also mehr schon, aber dann würden wir ja Plätze verlieren, aber nicht weniger. Dann haben wir einen Computer und der sagt uns, wann wir losfahren sollen. Und es muss alles getimed werden. Und der letzte Stopp von Pierre war genau 70.00. Also da hat er auch einen guten Job gemacht. Schauen wir mal, morgen qualifying. Es wird ein hartes Brot, aber die Generalprobe, die ist schon mal heute geglückt. Jetzt hoffen wir, dass der Elia hier bei seinem Lauf, der geht nämlich immer laufen, nicht gerade jetzt hier vorbeiläuft, denn der Elia hatte ja Geburtstag und jetzt möchte ich ihm dieses Jahr den Helm schenken, weil wir so lange zusammen fahren, dachte ich mir, dass das was Schönes ist, wenn man unsere beiden Helmdesigns miteinander jetzt so verschmelzen lässt und ich hoffe, er wird sich darüber nachher freuen. Ich glaube nicht, dass der schon irgendwo jetzt da ist. Muss der fast mal noch verstecken. Elia? Nee, glaube ich auch nicht, weil der ist halt eh zu langsam beim Laufen. Der kann froh sein, dass ich nicht dabei bin. Siehst du? Keiner da. Kein Elia da. Nur der Kindergarten wieder. Typisch Handy am Mann. So sind sie. Die jungen Wilden. Hey Jungs! Schwarz joggen, duschen und jetzt mache ich nochmal Daten. Und dann geht er morgen was, Alter. Bin top motiviert und du, Kaffee? Hoffentlich erzählt er das jetzt wieder nicht nur. Hoffentlich setzt er das dann morgen auch um, weil er jetzt gleich in den Daten sitzt. Aber sieht, aber bevor der jetzt Daten macht, Junge, setz dich doch mal hier. Der hat Druck, der Typ hat Druck. Setz dich mal hier. Oh Gott, ja. Da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Jetzt habe ich schon gedacht, der kommt und guckt, was ich mache. Jetzt sind wir mal gespannt, was der jetzt gleich sagt. Junge, du hast ja Geburtstag gehabt. Ja. Junge, das ist für dich. Viel Spaß beim Auspacken. Ich bin gespannt, du Kaffeehelm. Alter, bist du krank, ey. Alter, bist du krank. Alter, geile Scheiße, komm her. Ey, Alter, du bist echt geil. Cool. Du? Danke, Mann. Sau stark. Du freust dich? Sau stark. Ey, ohne Scheiße, ich hab dich echt ein bisschen lieb, ey. Sau stark. Ich schwitze jetzt nach dem Laufen. Auch wenn er der Älteste hier im Fahrerlager ist, aber ist halt auch einer der Liebsten, ne? Kaffeechen. Echt? Jetzt mach ich mal Daten, dass wir morgen noch ordentlich was Tolles sind, ne? Und dann Kaffee, geile Scheiße, nämlich gleich mit ins Hotel. War ja nicht anders zu erwarten, aber da sitzen sie, die beiden Jungstars von heute. Immer Samstag hat er so eine dicke Waffe. Jetzt wartet mal ab, wenn er morgen in der Früh Volleyball fahren darf, ja? Dann ist er so hier. Also, es geht gleich los. Kim und ich fahren raus und knallen das Ding maximal nach vorne, oder? Ja. Kim hat ja alles im Griff, der ist tiefenentspannt. Der ist so, Volleyball. Und dann Rennen 1. Daumen drücken.
Autos sind vorbereitet, die Fahrer hoffentlich auch. Die wissen jetzt, was sie zu tun haben, der Plan wurde besprochen. Und ja, jetzt gilt es eigentlich dran, Daumen zu drücken. Hoffentlich haben wir ein paar freie Runden. Hab einfach nur Spaß. Ein verdammt spannendes Qualifying. Jetzt hat es leider den Lambo ein bisschen zerrissen. Elia war sensationell unterwegs, aber alles ist sehr, sehr dicht beieinander. Scheiße, der Reifen war da. Die 95. Kasse wäre noch nicht da. Aber der war da. Qualifying gab es eine Umstellung zum letzten Jahr. Das ist Qualifying noch 20 Minuten. Und es ist viel Taktik, wann du wie auf der Strecke bist. Das Auto war super gelegen, ich war auf meiner ersten schnellen Runde und dann war Abbruch. Das war die Rundenzeit, die bis zum Schluss gestanden ist und danach rot gab es noch zwei Runden. Aber das Auto war mega, sensationeller Job und jetzt geht halt vom Platz 24 los. Aber wenn die Saison so weitergeht, sehe ich da echt absolut viel Performance und viel... Ich bin da echt froh und mutig, voller Angriff jetzt. Gott sei Dank stehen wir in der Startaufstellung. Ne? Ich meine, es ist immer schön, der Auftaktrennen. Erwartungen sind immer so gut, in die Saison zu starten. Vielleicht den einen oder anderen Punkt mitzunehmen und dann schauen wir, wo wir am Ende rauskommen.